Na, was soll's. Wir haben morgens und gehen jetzt. Ich will eigentlich zum Banditenlager. Also. Weiß ich jetzt gerade nicht. Hat sich das, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Guck mal hier. Wir haben jetzt die Spruchrolle. Wo ist denn das Monster? Da. Ich habe aber genug Mana dafür. Das ist schon mal schön. Ich gehe da noch mal rein in diesen anderen Tempel. Ich will das da wissen, was da ist. Wenn ich schon auf dem Weg bin. Da, dieser Tempel. Und auf dem Weg kriegen wir noch mal eine Reiselust. Und wir gehen einfach außen lang. Der merkt das dann nicht. Oder dummes. Ich meine unaufmerksam, besser gesagt. Und ich bin auch ein bisschen dumm. So. Wir haben einen Ring. Jetzt werden wir ein bisschen mal uns angucken, was wir so haben. Da ist ein Ring. Da ist ein Ring. Da muss doch irgendwas noch kommen. Irgendwas muss da noch sein. Weil das war echt schlecht, was in der schweren Truhe war. Oder ich hab's einfach nicht drauf. Ich hab den Knopf gedrückt. Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Lass mich überlegen. I don't know. Ach Manno, ist doch doof. Ich möchte das wissen. Und das meine ich, ja, das ist gut gewesen. Und das meine ich, dass man so ein bisschen vielleicht irgendwo was gesagt bekommt, wäre doch auch cool. Auf jeden Fall so Tipps. Also, dass einer, naja, dann wiederum macht ja keinen Sinn, wenn es jemand weiß, dann würde er das ja. Naja. Ich gehe nochmal runter zu den anderen. Genau, komm, das machen wir. Mach ich jetzt wieder alleine, weil es ist eh dunkel und langweilig. Wir treffen uns gleich wieder. Entweder wenn da unten irgendwas passiert. Oder wenn da im Banditenlager, würde ich mal sagen. Obwohl, jetzt in die Stadt zu gehen, dann kann ich auch gleich in die Stadt gehen. Was wollte ich denn in der Stadt? Aha, ich bin so hin und her gerissen. Und die drei Jungs, na okay, bis gleich. So, man kann was sagen. Ich habe ihn ja jetzt gesehen, den Eingang, und wir gucken mal. Der Eingang des großen Tempels im Osten der Insel ist versperrt. Es scheint so, als sei er eingestürzt. Wenn es nicht mehr ist, das ist für uns eine Kleinigkeit. Zeig uns, wo wir den Tempel finden, und wir werden ihn dir freilegen. Suchst du wen? Frag jemand anderen, suchst du wen? Na? Hä? Kommt ihr jetzt mit? Probier's woanders. Frag jemand anderen, suchst du wen? Ich bin so verwirrt. Nicht, dass ich wieder ein Spiel kaputt gemacht habe, weil ich es in der falschen Reihenfolge oder sowas gemacht habe. Das wäre nicht so lustig, muss ich zugeben. Weil sie haben eben nämlich gesagt, wir werden losgehen. Das ist natürlich Bullshit, weil man vorher nicht wusste, wer da überhaupt war. Naja. Ich laufe mit der Fackel durch eure Wohnung, falls das mal in Ordnung geht und so, ne? Weil ich möchte Schwertkampf lernen. Dann hab ich einen Ring wieder. Hallo. Ich sehe, Sie haben Zuwachs beim Don bekommen. Sehr gut. Ich bin guter Dinge, dass hier endlich mal was passiert. Weiter so. Er ist gut drauf. Unterrichte mich im Kampf. Armbrust, aber Schwertkampf will ich. Oh, ich kann aufladen sogar. Unterrichte mich im Schwertkampf. Bisher hast du deine Kämpfe vor allem durch deine Geschwindigkeit gewonnen. Aber manchmal ist es notwendig, mit aller Kraft einfach anzugreifen. Dazu brauchst du natürlich ausreichend Abstand zum Gegner. Sonst hast du nicht genug Schwung.
Du musst alle Kraft, die du hast, in einem Schlag bündeln und dich mit einem mächtigen Satz auf deinen Gegner stürzen. Wenn du alles richtig machst, hast du eine große Reichweite. Du verursachst sehr viel Schaden und du kannst sogar die Parade deines Gegners zur Seite schlagen. Wenn du dann direkt nachsetzt, hat er keine Chance mehr. Das Problem ist, ich habe die Ringe ja noch ausgerüstet. Er hat mir jetzt erzählt, was ich jetzt hiermit habe. Verdammt. Nicht so gut. Weil ich habe... Wahaha. Was ist? Da, Schwertkampf. Jetzt habe ich nicht mitgekriegt, was er mir erzählt hätte, was total wichtig wäre, bestimmt. Ich denke mal, ich werde Schwertkampf jetzt, damit ich die Ringe nicht mehr aus... dann kann ich das Bastardschwert behalten und trotzdem andere Ringe ausrüsten, versteht ihr? Ist natürlich ein bisschen blöd, weil es sehr viele Lernpunkte sind, aber naja, ich glaube, das ist schon ganz gut. Unterrichte mich im Schwertkampf. Um besser zu kämpfen, solltest du anfangen, schwere Waffen zu führen. Bastardschwerter sind dafür geeignet. Teuer. Versuche, das größere Gewicht durch mehr Geschwindigkeit deines Waffenarms auszugleichen. Du wirst merken, dass es kaum einen Unterschied zu einem gewöhnlichen Schwert gibt. Und du kannst dich zusätzlich mit einem Schild schützen. Yay. Aber ich habe fast kein Geld mehr. Doch, ich habe immer noch genug Geld. Supi. Weil jetzt kann ich nämlich... wir können mal gucken, was da noch ist. Schwertkampf. Aufladen und das nächste ist eine Counterparade und... Du kannst Waffen aus der Galerie einhändig führen. Okay. Aber das ist jetzt mal wichtiger. Obwohl, einen könnte ich ja machen zum Aufladen, ne? Ist ja eigentlich ganz cool. So, und das andere ist, wie immer, abrollen. So. Dankeschön. Endlich mal netter. Auch mal wichtig. Hallo. Ich hörte, der Don hat dich in der Bande aufgenommen. Sehr gut. Ich hatte schon die Befürchtung, dass dich die Weißen rekrutiert hätten. Warum? Viel Glück. Naja, okay. Wolltest du was? Nö. Hallo. Ich brauche mal ein paar Tränke von dir. Aber nicht das. Das ist alles blöd, was du hast. Tschüss. Mache ich mir halt selbst Tränke. So, was haben wir denn hier? Wir können uns 11 davon, 14 davon. Stärketränke wieder so viel. 27 von denen. Oh mein Gott. Dann machen wir uns da erstmal 5. Im Dunkeln. Schlecht für die Augen. Ist meistens Schwachsinn. Ist einfach nur anstrengend für die Augen. Fertig. Das freut mich. Und hier von 10. Boah, wie große viel mehr machen können. Du musst den Pfropfen, Korkenfeuer rausnehmen, du Idiot. Oh, ist alles daneben gegangen. Oh, ich kann jetzt noch mit dem da reden. Hallo, wie laufen die Ausgrabungen in unserem Lager? Wenn es so weiterläuft wie bisher, kann das noch ewig dauern. Wird Zeit, dass das endet und wir die Stadt wieder übernehmen. So, willst du mir helfen? Ich brauche deine Hilfe. Nö. Ich mach das alleine. Danke. Los geht's. Was können wir uns hier machen? Sturmwind-Rohling. Abgebrochene Bastardschwert und Schwertspitze. Machen wir, oder? Hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler. Hoffentlich. Und jetzt zum Amboss. Ah, okay, die Spitze ist plötzlich dran. Okay, und... Ich bin gespannt, wie stark der Sturm bin. Da. Cool, ist ein bisschen fertig, ist da unten. Gute Arbeit.
Yes. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Ja, muss man also nur einmal machen. Dann bin ich mal gespannt. Sturmwind. Bastardschwert mit 60. Brauchen wir das die Verräterklinge nicht mehr. Ein mächtiges, uraltes Schwert aus längst vergessenen Zeiten. Oh yeah. Oh yeah. Lade ich nachher gleich mal auf. Wie wir uns plötzlich stärker gemacht haben. Hallo. Zeig mal, was Zeig du mal. Hast. Ich möchte nämlich von dir... Na, Bolzen habe ich schon von Jasmin. Dankeschön. Ah, genau. Oh, geh mal weg. Die Goldschmiede. Ring des Kämpfers. Haben wir sowas nicht schon? Schutz. Naja, okay. Dann haben wir Ring der Stärke. Nein. Nein. Amulett des Jägers, was ich natürlich jetzt bin irgendwo, aber Bogen ist eh egal. Geschicklichkeit plus, Stärke plus 15, Stärke plus 5 und Schutz vor Magie. Auch ein Ring. Ich dachte, ich kann vielleicht mehr machen. Aber scheinbar kann ich die einfach noch nicht machen, weil, wie ihr seht, doch Smaragd hier. Das ist zum Beispiel ein großes. Alles andere sind eher kleine. Vielleicht später. Vielleicht ja später. Ich bin so toll. Ich bin so toll. Ich bin so toll. Ich habe so viele tolle Sachen. Gehen wir mal zu der Mutti. Du machst das schon. Okay, dann eben nicht. Zeig mal deine Waren, Mr. im Dunkeln stehen. Davon. Zwiebeln brauche ich auch. Das ist aber nicht so teuer, das ist in Ordnung. Wie viel Wasser habe ich dann noch? Das ist spannend. Na. Nö, den Rest brauche ich nicht. Ich möchte gerne das haben. Ich werde nachher im Off, also ihr müsst nicht dabei sein, wenn ich verkaufe. Ich denke, ich werde nachher mal schön verkaufen. So, ich springe, glaube ich, wieder raus. Das geht ein bisschen schneller. Oder wollte ich hier noch irgendwas machen? Außer den Ogre zu töten. Ich habe noch 5 Lernpunkte. Aber, wie ich alles voll habe. Yay! Bis auf Magie. Hab ich gar nicht. Nö. Das heißt, wir können hier ruhig rausspringen. Ich speichere mal. Falls irgendwas passieren sollte. Bong, bong, bong. Ah, dammit. Ah, dammit. Sie haben es nicht mitbekommen. Subi. Schön, schön, schön. Soll ich nochmal runter zu den Jungs? Nein, ich denke mal, das passiert erst später. Und jetzt, geht's weiter mit dem Spiel, würde ich sagen. Oder ich muss gleich aufhören. Das könnte auch gut sein. Und dann geht's mit was anderem weiter, nämlich mit wieder Rendern. Es ist, ich habe total Spaß dran, weil ich gerade so richtig am Finden bin und so. Aber ich kann mir, also ich würde es mir nicht angucken. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das Faszinierende ist wirklich, dass man, das ist so wie auf der, wie in echten Leben. Man kommt zu so einem neuen Gebiet, wie hier das hier. Also ich erinnere mich, als ich hergekommen bin und man denkt sich so, mein Gott, was, wo ist was? Und jetzt kenne ich mich hier aus. Mein Gott, jetzt ist es normal geworden. Total geil gemacht. Find ich sehr gut. Finde ich sehr schön gemacht. Was war nochmal in der Höhle hier rechts? Ich glaube, nichts Wichtiges. Ne? Ich weiß, das haben wir irgendwie am Anfang gemacht noch. Heute sogar. Nee, gestern? Nein. Keine Ahnung. Ich glaube, gestern, vorgestern. So. Schlafen gehen? Nö. Ich bin immer am Rattern im Kopf, ob ich irgendwo was verpasst habe. Aber eigentlich habe ich ja jetzt alles gemacht. Hab die Ringe abgegeben, hab das Schwert neu gemacht, hab jetzt so ein tolles Schwert. Guck ich mal. Oh, ja. Okay. Das heißt... Oh, yeah. Oh, yeah. Ja.
Das ist lustig. Yay. Schön. Das freut mich. Wir gehen unten lang. Ich glaube, es ist Jacke wie Hose. Es ist nicht wirklich eine Abkürzung durch den Berg. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Können ein bisschen angeben bei... Pass gut auf dich auf, Kleiner. Kleiner? Kleiner? What the fuck? Wir können vielleicht sogar ein paar Oger jetzt mal töten mit dem Schwert. Ich meine, wir sind jetzt um 25 Punkte stärker, oder? Ich glaube, ja. Hatten wir nicht vorher 35 die ganze Zeit? Oh, warte. Kenn ich dich? Danny. Wow, sie haben dich zum Jäger befördert. Das hätte ich nicht erwartet. Hochachtung. Wusste ich doch. Pass auf, hinter dir. Ein Rottwurm. Was? Wo? Da ist nichts. Willst du mich verarschen? Mach, dass du wegkommst. Ja, gib mir mal Käse. Keine Ahnung. Mir egal. Ich wollte eigentlich Niedrig nehmen, aber Niedrig kann ich mir auch so kaufen. Und ich bin sowieso der Beste im Schlösserknacken. Und deshalb brauche ich den nicht. Also bitte ja, ne? Just saying. Oder hier am Anfang, wo man sich nirgends hingetraut hat. Und jetzt habe ich alles frei gemacht. Und die Gegner sind weg und haben keine Chance mehr gegen mich. Oh yeah. Ich habe gemacht, dass das Spiel, glaube ich, nicht mehr Lass so lang uns ist. Handeln. Weiß ich nicht. So, wir werden nämlich jetzt das Kapitel beenden. Das machen wir noch. Und danach werde ich schön verkaufen und alles. Und dann bin ich gespannt, was mich erwartet. Aber das ist es eben. Am liebsten würde ich immer alles machen, was ich machen kann. Und ich könnte hier noch hochlaufen. Hä? Wieso waren wir hier oben nie? Egal. Ich habe jetzt schon genug gemacht. Ich war jetzt fast überall auf der Map. Also hör mal auf, Gate. Hör mal auf. Und scheinbar hast du schon die Hälfte des Level Maxes erreicht. Goofy und Max, hallo. Will ich irgendwas? Nö. Vielleicht, ich weiß nicht, wann ich später vielleicht irgendwann. Das wäre auf jeden Fall ganz. Du wirst das Kind schon schaukeln. Jo, Beppo ist plötzlich nett zu mir. Warum ist Beppo plötzlich nett zu mir? Sehr seltsam. Ich war beim großen Tempeleingang im Osten der Insel. Ah, sehr gut. Du warst also dort. Ich hoffe, die Weißen haben sich dort noch nicht blicken lassen. Nein, der Osttempel wurde von ihnen scheinbar noch nicht entdeckt. Sehr gut. Oh. Danke für diese gute Nachricht. Dann werden wir nun unsere Ausgrabungen dort vorantreiben. Oh, Geld bekommen. Die Schatzsucher sind beim großen Osttempel. Sie werden versuchen, den Tempel zu öffnen. Das sind die besten Nachrichten seit langem. Ich bin sehr beeindruckt. Oh yeah. Das hast du gut gemacht. Hier ist deine Belohnung. Noch zwei 100. oder drei Männer mehr von deiner Sorte und die Insel würde schon jetzt wieder uns gehören. Oh. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Schwertkampf. Das nächste. Nein. Schon gut. Danke. Wie ist mit dir? Ich hörte, du hast den Weg des Jägers gewählt. Nun, dann wünsche ich dir alles Gute auf den schwierigen Wegen, die vor dir liegen, mein Sohn. Bring mir mal was bei. Nö, danke. Zeig mal deine Waren. So, weil hier... Die können wir auch einfach kaufen dann. Oh, kaufen wir uns alle... Hiervon auch ein paar. 11. So viel Geld habe ich aber nicht mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Da ist es nicht so wichtig. Oh, den großen kann ich jetzt kaufen. What? Danke. Ich verkaufe gleich bei dir all meinen Dreck. Ich meine, ich mache dir ein super Angebot. Sicher. Speichern wir jetzt mal, weil das haben wir lange nicht mehr gemacht. Superman. Oh, warte. Wir sind nämlich Superman. Und jetzt geht's los. Oh, was ist mit dir eigentlich? Axt. Achso, okay. Nee, würde ich nicht, danke. Was hast du für Probleme? Viele meiner Männer haben Angst.
Angst vor dem Orden. Sie fürchten, dass der Inquisitor uns angreift. Und was glaubst du? Wenn der Inquisitor scharf auf unser Gold wäre, hätte er uns längst angegriffen. Offensichtlich hat er andere Pläne. Mach das mal meinen Männern klar. Wenn es nach denen ginge, hätten wir den Goldhaufen längst aufgeteilt und das Lager dicht gemacht. Das kann so nicht weitergehen. Hui, Party. Was könnte der Inquisitor vorhaben? Das ist für die ganz normal geworden. Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm, um zu verhandeln. Hui. Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch überrennen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Mhm. Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Gut. Ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Wenn man gar nichts machen kann. Bis später. Bis später. Das ist ja noch gar nicht der zweite, nächste Akt hier. Hallo? Entschuldigung, ihr könnt weiterreden. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Huh. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. What the fuck? Da. Pandem und der Vulkanfestung. Jo, Subi. Dann habe ich ja alles umsonst gemacht. Hätte ich es einfach machen können. Das ist ja richtig blöd. Das ist ja mal jetzt richtig, richtig blöd. Kann ich noch irgendwas machen? Nein. Viel Glück noch. Danke. Probleme haben wir alle. Ja, ja, ja. Hm. Ja, dann. Weiß ich auch nicht. Dann gucke ich mal. Ich kann den oberen Weg gehen. Ich muss so oder so da lang. Zu der großen, wo ich nie hingegangen bin. Zu der großen? Zu der großen Burg. Ja, dann